Und da haben wir's. Lassita V16 Pantheon Gelb. Oder Peton. Eines Abends nach einem verschlafenen Tag saß ich allein bei Salieri und nahm einen Drink. Luigi fragte mich, ob ich ihm einen Gefallen tun könnte. Hey, Tommy. Du kennst doch meine Tochter, stimmt's? Na klar, Luigi. Nettes Mädchen. Oh yeah, Baby. Du musst stolz sein. Danke, Tommy. Sie hilft mir manchmal hier hinter der Bar aus. Pass auf, ich möchte nicht, dass sie heute Abend allein heimgeht. Gestern Abend haben mir ein paar Typen Schwierigkeiten gemacht. Mit zweideutigen Andeutungen und so, du weißt schon. Ich habe mir Sorgen um das Mädchen gemacht. Deshalb dachte ich, du könntest sie vielleicht heimbringen. Es ist gar nicht weit. Du bist ein Gentleman und genießt jede Menge Respekt in der Gegend. Diese Typen würden sich nicht mit dir anlegen. Kein Problem, Luigi. Nichts leichter als das. Oh, Tom, du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Ich habe mir Sorgen gemacht. Keiner kennt diese Typen. Komm morgen zum Lunch vorbei. Da mache ich dir ganz was Besonderes. Sarah, komm doch mal her. Sarah, das hier ist Tommy. Ein guter Junge. Er bringt dich heim und sorgt dafür, dass dich diese Typen nicht mehr belästigen. Hi, vielen Dank. Es dauert nicht lange. Ich wohne gar nicht weit von hier. Ich hole nur meinen Mantel, dann können wir gehen. Okay, ich warte draußen auf Sie. So, Sarah. Ist echt nett, dass du das machst. Diese Clowns haben mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Kein Problem. Polly und ich kümmern uns später um diese Witzfiguren. Okay, wir haben Schlagring zur Auswahl. Du arbeitest auch für Mr. Salieri, oder? Er ist wirklich nett und immer gut aufgelegt. Ja, ich arbeite manchmal für ihn. Aber normalerweise gibt's da nichts zu lachen. Und was machst du sonst so? Meistens fahre ich den Don durch die Gegend. Ab und zu überrascht er mich aber. Zum Beispiel, als er wollte, dass ich bei dem Rennen mitfahre. Ja, das habe ich gesehen. Du fährst echt gut. Ja, ich bin ja auch der Transporter. Ich hatte einfach Glück. Warum so bescheiden? Den Typen hast du so richtig gezeigt. Ich bin mal Taxifahrer. Aber zum Rennfahrer bin ich erst am Abend vor dem Rennen geworden. Na, siehst du? Du hast echt Talent. Vielleicht hast du recht. Jedenfalls war es kein Spaß. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Kann das sein, dass sich die Gasse hier ein bisschen geändert hat? Also die sieht jetzt anders aus. Schau mal an, was für ein süßes Paar. Ach, da sind sie. Was ist denn das? Gestern noch allein, heute schon mit deinem Freund unterwegs. Jungs, es wäre vielleicht besser, wenn ihr einfach abhaut und hier keinen Ärger macht. Wenn ihr einen Ärger macht, dann du, Schaumschläger. An eurer Stelle würde ich die Fliege machen. Man kann nie wissen, was passiert. Das haben wir gleich, Romeo. So, okay. Hilfe, Hilfe, oh, hier, der eine hat ein Messer. Da sollte man aufpassen. Alter. Wie bei so einer türkischen Messerstecherei. Ich werd richtig böse. Willst du mich wütend machen? So. Okay. Gib mir das Messer, Alter. Nein, ich habe heute was anderes vor. Ich habe Sarah aus den Augen verloren. Schade. Ich werd richtig böse. Ich werd richtig böse. Das tut uns am letzten Mal. Da hast du den Falschen erwischt. Ich weiß gar nicht, ob man mit Ducken, ob man damit wirklich ausweichen kann. So, hier Arschloch. Friss meine Faust, Penner. So, die haben sich verpisst. Ich glaube, ich habe Sarah schon wieder aus den Augen verloren. Da hinten ist er. Nein, der Bastard macht uns alle kalt. Ja. Hilfe, Hilfe, wir werden angegriffen. Hast du den falschen? Hilfe, Hilfe, wir werden angegriffen. Kommt her.
So. Arschgeige! Friss das, du Alter! Sarah? Ach, vielen Dank. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich getan hätte. Nichts zu danken, Sarah. Jederzeit. Ach, ich hatte echt Angst, Tom. Ist alles in Ordnung? Wir sind fast da. Dann schaue ich's mir an. Ich wollte den Typen mit dem Messer haben, Alter, dass ich die alle hier abstechen hätte können. Ach ja, aber ist schon besser so gewesen, weil jetzt überleben sie zumindest, sagen wir mal, einen Teil. Okay, weil ich habe jetzt da gerade auch hinten den da im Augenwinkel gesehen. Der ist bloß umgefallen, der ist bloß ohnmächtig, der ist nicht tot, den haben wir nicht tot geprügelt. So. Aber stimmt, die Gasse hat sich jetzt hier in dieser Mission mal ein bisschen wirklich verändert. Also die haben sie jetzt angepasst, dahingehend. Also so vollgestellt. Finde ich aber auch cool, dass sich dahingehend die Mission immer ein bisschen, also die Umgebung verändert, sagen wir es mal so. Jetzt ich wohne gleich neben Papa. Meine Mutter kann die sonst kurz nach meiner Mutter. Arbeitest du auch mit Olli? Der ist echt witzig. Ja, er ist echt witzig. Ich finde, er hätte Schauspieler werden sollen. Manchmal benimmt er sich komisch. Das macht mir echt Angst. Ich verstehe nicht, wie man so launisch sein kann. Er muss im Leben viel durchgemacht haben. Ja, er hat schon einiges erlebt. Er ist auf der Straße aufgewachsen. Das hat ihn sehr geprägt. Vielleicht ist er deshalb Fremden gegenüber so komisch. Er ist Don Salieri sehr dankbar. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er ihn nicht aufgenommen hätte. Ja, Mr. Salieri hat Papa sehr geholfen. Für mich ja, sehr gut. Ist er fast wie ein Großvater. Ja. Don Salieri ist ein guter Kerl. Ach ja. Gucken wir mal. Hella da Soap. Be smart woman. Prefer. Ja, geil. Super Sache. Wären wir. Komm doch rein. Das hätte sie gleich sagen sollen. Aber die machen auch die Türen dicht zu. Finde ich auch sehr geil. So, das hier ist mein Königreich. Gehen wir doch erstmal rein. Ich sehe mir die Wunden mal an. Das ist wirklich ein Königreich. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch, Sir. Hilfe ist nah. Hat sie natürlich alles gleich vorbereitet dort. Schauen wir mal. Sieht nicht allzu schlimm aus. Krempeln Sie mal bitte nicht nur Ihre Ärmel hoch, sondern ziehen Sie mal bitte Ihre Hose aus. Als ich. Einen Moment, ich werde es reinigen. Ah, das tut weh. Kommt gleich. Schon fertig. Hat nicht einmal weh getan. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dankbar sein. Oh ja. Zeig's mir. Spaß. Komm. Ja, natürlich gehört auch eine Liebesgeschichte dazu. Drink, Tom? Nun, ich könnte einen Whisky vertragen, wenn Sie einen haben. Na klar. Ich glaube, er ist auch der Grund, wieso ich Whisky trinke. Ne? Also ich trinke Alkohol nicht wirklich gerne, aber der wenn, Abend dann verspricht Whisky. Verspricht interessant zu werden. Das ist Luigis Tochter, Mann. Oh. Ein Drink für den Helden. Wie wär's mit einem kleinen Tanz? Wie bitte? Naja, ich möchte tanzen. Musik. Ich habe ein Grammophon. What the hell? Ja, ich mag Musik. Sind Salieris Männer immer so harte Jungs? Naja, manchmal versuchen wir auch nett zu Leuten zu sein. Ein paar von euch vielleicht. Aber nur wenige. Und bist du einer von Salieris harten Jungs? Nur manchmal. Ja, naja, immer wenn es drauf ankommt. Ich glaube, du bist ein guter, böser Mann. Oh, manchmal bin ich sogar ein sehr böser, guter Mann. Oh, wie romantisch, Freunde, wie romantisch. Oh. Das sind so eine Sachen, ja,
damit wurde man aufgeklärt. Mit solchen Animationen, Freunde, mit solchen Animationen. Man sieht ganz genau, wie man hier Frauen für sich als junger Mann gewinnt. Ja? Du musst ein harter Knüppel sein, wenn es drauf ankommt. Ja? Und dann musst du so neben der Frau liegen und einfach mal eine durchziehen. Okay, Zigarette möchte ich jetzt auch nicht... Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz genau. Anders. So sieht's Mir aus. War klar, dass wenn ich den Rest meines Lebens mit jemandem verbringen würde, sie dieser jemand sein würde. Ich find's auch sehr geil, dass der einfach so in den Raum hinein die Asche von seiner Zigarette abstrubbert, oder wie es heißt. Am nächsten Tag erzählte ich Salieri, was mit diesen Typen passiert war. Eine Bande von Rowdies hatte sich in der Gegend niedergelassen. Sie machten Ärger und jagten den Leuten Angst ein. Das gefiel Don Salieri gar nicht. Was? In meinem Revier? Eine Frechheit. Und zu allem Übel greifen sie wehrlose Frauen an. Ist Sarah irgendwas zugestoßen, Tommy? Nein, Boss. Sie ist okay. Dafür habe ich gesorgt. Gut. Und ihre Jungfräulichkeit. Warum zum Teufel hat Luigi nichts gesagt? Wir hätten uns doch sofort der Sache angenommen. Ich lasse nicht zu, dass diese Hosenscheißer die Leute in meinem Revier überfallen. Für wen halten die sich? Die Leute zahlen mir Schutzgeld. Also holen wir uns diese Ratten und schicken sie dahin, wo sie hingehören. Tom und ich kümmern uns darum. Denken diese Freaks, sie sind in einem verdammten Freizeitpark oder was? Mit meinen eigenen Händen mache ich sie fertig. So sieht's aus, Freunde. Polly, Polly, immer mit der Ruhe. Niemand bringt irgendwen um, klar? Ich will, dass er ihnen eine Lektion erteilt. Brecht ihnen sämtliche Knochen im Leib und lasst sie in ihrem eigenen Blut liegen. Schickt diese Bastarde in einen Rollstuhl. Sollen die Kinder über ihre entstellten Gesichter lachen. Lasst alle sehen, was passiert, wenn jemand mein Revier beschmutzt. Klingt interessant, Boss. Das ist gar keine schlechte Idee. Wir müssen rauskriegen, wo die Typen sich aufhalten. Vielleicht weiß Big Biff etwas. Er hängt immer auf dem Platz in Chinatown rum. Geht und findet ihn. Kein Problem, Boss. Das kriegen wir hin. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. So, geht zu Vincenzo und hol dir eine Waffe. Ich hoffe, ich kriege eine Thompson 1928. Oh, Hallöchen. So, ich krieg sie alle. Ja? Danke, Tom. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du Sarah nicht begleitet hättest. Ich stehe in deiner Schuld. Das höre ich so oft, ja, und nie passiert etwas. Oh, da steht meine gelbe Karre. So, Vincenzo. Salute, Jungs. Und was steht heute an? Wir erteilen ein paar Clowns eine Lektion, Vinny. Da kann ich euch diese hervorragenden Schläger empfehlen. Der hier ist sogar von einem Top-Spieler der Liga signiert. Ah, ich kann's nicht fassen. Ist das wirklich seiner? Na, wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn du die Fresse polierst, wird ihm das ziemlich egal sein. Und noch ein paar Eisen. Man kann nie wissen. Ganz meine Rede. Ich habe diese 1911er Colts. Gute Automatik. Danke, Vinny. Sehr gut. So, 1911er Colt, Baseballschläger. Wir haben alles am Manne. So sollte es sein. Hart, aber herzlich. So kennen wir den Melters. Okay. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man auf so... Ja, okay. Ey, guck mal, man kann sogar die Dosen demolieren, aber ich möchte jetzt das nicht so weit treiben, bis das Ding in die Luft fliegt. Weil es kann ja trotzdem eine Funke schlagen, ja? Ey! Komm da her, Mann! Komm da raus! Möchtest du ein Auto entfernen? Ja, hier, wir wollen den grünen raus haben und den braunen wollen wir auch raus haben. Ah, ja, okay. Das kann ich leider nicht klauen, weil er da gerade am Rumschrauben ist. Aber so können wir Autos entfernen und wir können dann halt auch neue Autos bekommen. So, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel mit dem gelben Auto losfahren, dann würde das nämlich automatisch wieder trotzdem in unserer Garage landen. In der nächsten Mission. Ja. So, auch wenn wir es irgendwo beispielsweise abstellen würden und ja, sterben würden oder sonst irgendwas. Oder das in die Luft jagen.
bekommen wir dann trotzdem, wie er dieses Auto resettet. Sehr gut. So, auf jeden Fall hier nach links. Einmal nach links. So, jetzt ist Chinatown auf... Ach, guck mal einer an. Jetzt ist die Gasse immer so. So, Chinatown ist auf alle Fälle jetzt freigegeben. Die Straße ist jetzt auch endlich fertig repariert worden. Und wir kommen jetzt zu Big Biff dort nach oben. Chinatown. Eins der geilsten Lieder, die ich, wie ich meine. Würde jetzt gleich wahrscheinlich starten. Wow, 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 Chinatown. Na, 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 na. Wann startet denn das? Ich glaube jetzt hier. Chinatown. 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 Na du alter Fettsack, wir bräuchten da eine kleine Auskunft. Was ist denn los? So eine Bande von Witzbolden hat sich in unserem Revier breit gemacht und treibt da ihr Unwesen. Sie haben Luigis Tochter angemacht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Tom nicht da gewesen wäre. Wir müssen wissen, wo ihr Treffpunkt ist. Dann können wir ihnen eine Nachricht von Don Salieri überbringen. Da bist du an der richtigen Adresse, Pauli. Ich weiß Bescheid. Es haben sich schon einige Leute über sie beschwert. Und man sagt, dass sie sich an der Servicestation bei der Terra Nova Bridge treffen. Das ist etwas entfernt von hier. Eine Art Hintertür am anderen Ende des Platzes führt dahin. Grüß sie von mir, Pauli. Danke, Biff. Du hast was gut. Wir müssen los. Sehr gut. Mach's gut, Jungs. Mach's besser. Okay. Fahr zur alten Service Station. Ach, da. Guck mal. So weit ist es gar nicht. Wir können ja schon mal den Motor starten und dann mal hier eben nach rechts abbiegen. Guck mal, den Bullen interessiert es gar nicht, dass wir hier auf einem offiziellen Parkplatz, auf einem offiziellen Platz, ey, guck mal, hier sind Koks, auf einem offiziellen Platz einfach mal geparkt haben. So. Dann wollen wir mal hier die Abkürzung nehmen, wa? Und mal schauen. What? Alter, die olle Zippe. Ich glaube, wir sind da. Oh, hier so eine sneaky Musik. Keine Ballerei. Keine bösen Wörter. So. Okay, sneaky Mission. Sneaky Melters ist unterwegs. Hey Freundchen, Don Salieri lässt schön grüßen. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Lass uns kämpfen. Erteile dem Bastard eine Lehre. So, das Geile ist, wie schon gesagt, wenn du die von hinten triffst, sind sie instant tot. Sauber. Der war... Ah! Kannst du dich nicht mal ablenken? Oh. Kommt her, ich hab ihn. Ich will noch nicht sterben. Okay. So, wir haben hier uns auf jeden Fall erstmal den Rücken gesichert. Ich weiß es gerade gar nicht. Können wir... Pauli? Pauli, wo bist du? Alter. Pauli ist tot. Pauli ist tot. Pauli, warum bist du tot? Nein, das darf nicht sein. Bam! Okay. Also wir können hier... Wir können jederzeit auch pfeifen mit unseren... Mit der Hub-Taste, also H. Aber so eine Inkompetenz, echt.
sauber.